So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Baldur's Gate. Was kann ich für euch tun? Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, erkundige ich mich wegen diesen Büchern. Also die, das, was sie jetzt zum Beispiel trägt. Und ich habe festgestellt, dass Weisheit bringt Druiden was und Paladin. Aber ich glaube, bei Druiden ist es besser aufgehoben, weil sie kann dann mehr Sprüche sprechen, auch wenn ich mit Sprüchen... Ich kann das gar nicht lesen. Bitte platziere das Buch in ein Feld für einsatzbereite Gegenstände. Ah, okay. So, und da er mein Nahkämpfer Numero Uno ist, erhält er dafür auch das Buch der Stärke. Das hier. Handbuch der körperlichen Ertüchtigung. So. Er hat noch Pfeile genug. Sie hat eigentlich auch noch Pfeile genug. Sie kann nur Kugeln tragen. Oder? Kann sie? Moment, nehmen wir mal den Stab weg und gucken, ob sie die Kugeln vielleicht transportieren kann. Ja, dann gewinnen wir wieder zwei Plätze. So. Dann gucken wir mal. Stärke wurde permanent um 1 gesteigert. Und Weisheit permanent um 1 gesteigert. Yay! Jetzt sind wir stärker und weiser. Und mitunter heißt das. Diese eine Axt. Wobei das hier ist noch das Wichtigste. Was können wir dafür abgeben? Was ist das eigentlich für ein Tank? Oh, sie hat mehr Platz gehabt, als ich gedacht habe. Säurepfeil. Gut, gut. Auf jeden Fall können wir damit ein bisschen Platz sparen. War das jetzt der Zettel? Das müsste der gewesen sein. Pratt. Die Fäden meiner Pläne sind zu meinem größten Zufrieden zusammengelaufen. Die Person, die mich auf Schritt und Tritt belästigt hat, ist nun hinter Schloss und Riegel angeklagt des Mordes an Hiltal, Brunus und Taldorn. Findet möglichst viel über das Schicksal von einer wie heraus und trefft mich dann in Baldur's Tor. Entschuldigt, dass ich euch hier allein gelassen habe. Aber ich musste in die Stadt zurückkehren, um Hiltals Stellung als Anführer zu übernehmen. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten werden, werde ich in wenigen Wochen Großherzog sein. Sarivok. Okay. Dann mal gucken, was wir noch haben. Hier ist ein Langschwert plus 1. Tja. Ich glaube, Böses entdecken. Ne, Böses entdecken lassen wir da, dann nehmen wir sogar noch lieber die Axt mit. Das. Gut. Okay. Da war nichts. Da war auch nichts. So. Okay. Dann können wir von hier mal weiter aufbrechen. So, mal sehen, ob es überhaupt noch was gibt hier hinten. Bis auf Fledermäuse. So. Muss ich ein bisschen durchschleichen. Ich gehe nicht davon aus. Es gibt Spinnen. Und Schwertspinne auch noch. Scheiße. Komm schon. Oh je. Na toll. Das ist natürlich ganz toll und ich sehe jetzt schon, ich habe mal wieder verbaut und muss laden.
Ach, je. Naja, so ist es nun mal. So, dann geben wir ihm das. Hallo? Ich habe doch gerade eben erst was auf die Seite gelegt. Ach, das ist der gewesen. Ja, den falschen im Visier. So, sie hat jetzt schon. Ach ja, sie hat das Buch abgegeben. Und sie auch. So. Was kann ich für euch tun? So. Dann stapp wieder ran. Nimm das. Ich nehme das. Was wollte ich noch? Ach ja, die Kugeln. Ja, hier kann die Kugeln ja nehmen. Und oh, nochmal. Und oh. So, damit haben wir ein bisschen Platz gewonnen. Das haben die da. Haben die da. So. Okay. Und jetzt wissen wir, dass es hier Fallen gibt. Und dann auch noch Spinnenfallen. Sind mir immer noch die Liebsten. Du bist Jank, denn ich verschwinde jetzt. Komm, wo sind sie? Ah, da. Hab ich's doch gewusst. Ein bisschen sehr wohl. Was kann ich fürchten? Womit kann so, ich jetzt helfen? Erstmal Licht ausschalten, damit die auch rüberkommt und jetzt Angriff. Du sollst da bleiben. So. Eine Phase gewinnen. Was Spinnen sind, naja. Es geht, aber es ist nicht unbedingt mein liebstes Gegnerle. Ich sollte einfach auch mal gucken, dass ich mehr mit Zaubern arbeite vielleicht. Was machen wir denn? Da machen wir mal eine Bezauberung. Okay, die Bezauberung hat ist hier geschlagen. Heide, nein. Noch mehr Phasen spinnen. Ich sollte zwar nicht unbedingt im Spinnennest schlafen, aber naja. Wenigstens Heilzauber haben sie angewendet und jetzt endlich ausgeruht. So. Ach komm ey, manchmal will es einfach nicht. Oh. Da muss ich mich gleich zurückziehen. Weil ich vermute, dass es da Fallen gibt. Sehr wohl. Was? Sehr wohl. Ja? So. Keine? Ist interessant. Womit? Schon gut, schon gut. Ah, sehr seltsam. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. So, dann können wir uns hier hinstellen und. So, dann können wir die Gruppe mal hier hochrufen. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Ein bisschen sehr wohl. So. Oh. Typen, die in Stein verwandelt wurden. Keine gute Idee. Natürlich, gleich mal auf den ersten Blick versteinert. Und ich habe natürlich nichts gespeichert. Ja, das ist die Wiederholung der Wiederholung. Und nächstes Mal sollte ich echt speichern.
Okay, das dahin legen und leg gleich noch was Zweites auf, dann habe ich es einfach. So. Jetzt habe ich das gar nicht gemacht. So, schieben wir mal die Zaubersprüche rüber. Okay, dann ein bisschen da lagern. Was kann ich für euch tun? Eure Dienerin. Hey. Okay. Dann. Es wird auf jeden Fall was, wenn da hinten wieder die Viecher auftauchen, dann brauche ich wieder ein bisschen Beschwörung. So, erstmal. Aber so kann ich zumindest mal anfangen. So, 80 Pfeile und den Brief. Wer hat einen Platz? Irgendjemand muss doch Platz haben. Achso, ja, sie hätte Platz. So. Okay. Womit kann ich dienen? Dann haben wir uns verteilt. Quick Save. Du bist, denn ich verschwinde jetzt. Und jetzt wissen wir ja Bescheid. So, du kommst dann nach vorne. Ein bisschen schneller, wenn es unbedingt sein muss. So. Ich tue mein Bestes. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Okay, und töte die Schöpfinne. Ach du Schande, was hat die jetzt gemacht? Nera, sprich Zauber, Schwertspinne, mein Gold. Unbändige Woge Gold. Schwertspinne Gold verschwindet. Aha. Es scheint so, als hätte Nera alles Gold vom Gegner geklaut. Was aber heißen würde, dass die Spinne Gold gehabt haben muss. So. Womit kann ich dienen? Sehr wohl. Aber die Spinne hatte kein Gold. Da. Ihr habt jetzt rette ich die Lage. Oh, sperrt die Frau doch nicht ein. Da. Warum kapiert die jetzt gerade so schnell? Gegengift, Gegengift. Du brauchst das Gegengift eh nicht so schlucken. Ich mache eh immer Pause, wenn dann. Was kann ich für euch tun, wenn es unbedingt sein muss? So. Jetzt schützt. Schützt mal unsere Magiern richtig. So. Meine Herren, immer dieses. So, jetzt können wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Platz gewonnen haben. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Platz gewonnen. Weil wir irgendwelche Sachen verwerfen. So. Und wieder zurück. Wieder Angriff. Und wieder zurück. Und wieder Angriff. Ah. Womit es unbedingt sein muss? Wo ist die schöne Spinne? Ach, da ist sie. Dann komm. Schneller,
So. Schon gut, schon gut. Ich würde am liebsten Fallen aufstellen, mal. Ich hab genug davon. Sie ist nur echt schlecht darin. Oh, Falle aufstellen, erfolgreich. Was kann schon gut, schon gut? Langsam nervt. Du bist eine Phasenspinne, los, tauch hier auf. Phasenspinne? Ach du Schande, was ist das? Dimensionstor zu Yahira. Sie ist in die Falle getappt, weil sie hat 18 und 17 Schaden genommen. Das ist ja super eigentlich. Oh je, jetzt wollen wir doch noch einmal übernachten. Und sie vergiftet sich natürlich. Natürlich hat sie kein Gegengift. Womit kann ich Ihnen? Sehr wohl. Leute, was soll denn das? Ich möchte doch nur einmal nächtigen. Es ist aus, Sie werden sterben. Die Chance für sie, dass jemanden zu vergiften, ist wahrscheinlich irgendwo bei 10%. Wenn es unbedingt sein muss. So. Sie verursacht 5 Schaden, ich verursacht 10 Schaden. So. So, erledigt. Nochmal ein Quick Save. Na komm, die Folge will ich aber beenden damit, dass ich mich hinlegen konnte. Was kann ich für ein Moment, wenn's unbedingt sein? Ja, wie ihr wünscht. So, jetzt. Endlich. Also dann, ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch und in der nächsten Folge werde ich so lange rasten, bis meine Leute erholt sind. Also bis dahin, auf Wiedersehen.